Guinea, die legendäre Goldküste Afrikas. Unermessliche Reichtümer, so heißt es, liegen dahinter verborgen. Seit dem 15. Jahrhundert sind europäische Seefahrer im Wettlauf auch um das weiße Gold, Elfenbein und Sklaven. Sogar der rote Adler des Brandenburger Kurfürsten taucht vor Afrikas Küste auf. Am Neujahrstag 1683 landen seine Schiffe im heutigen Ghana, ein Gebiet gefürchtet als Grab des weißen Mannes. Die Flaggenhissung, ein frühes Vorspiel zu Deutschlands kurzer Kolonialgeschichte. Die Brandenburger Flotte besteht zwar nur aus 16 Schiffen, die holländische aus 10-mal so vielen, dennoch will der große Kurfürst, was andere Potentaten längst haben: Kolonien. Sie verheißen Macht und Reichtum und, die an den Höfen so beliebten, Mooren. Die Festung, die er bauen lässt, erhält den Namen Groß-Friedrichsburg. Die Brandenburger kommen spät. Die gewinnversprechenden Küstenstriche sind längst von anderen Nationen besetzt. Den Zwischenhandel beherrschen die einheimischen Häuptlinge. Die Europäer dringen so gut wie nie in das fieberverseuchte Innere vor. Die fremde Kultur interessiert die Weißen nicht. Es geht nur ums Geschäft, den Sklavenexport. Die meisten Kanonen sind seewärts gegen die Konkurrenz gerichtet. Denn es gibt viele Handelsnationen, die sich um die Beute streiten. Um die Ware Mensch. Zum Bau der Festung wird jeder Mauerstein, jeder Nagel, ja sogar das Holz über tausende von Kilometern per Schiff transportiert. Eine enorme technische Leistung. Groß-Friedrichsburg gehört heute zum Weltkulturerbe. Die Schiffe werden zum Teil in Havelberg gebaut. Über die Elbe geht's nach Übersee. Offiziere und Häuptlinge bekräftigen den Schutzvertrag mit Mengen an Branntwein. Die Deutschen bekommen das Handelsmonopol über einen 50 Kilometer langen Küstenstreifen. Dafür sichern sie den Zwischenhändlern Schutz gegen ihre Feinde zu. Für Alkohol, Gewehre und bunte Glasperlen tauschen die Europäer Sklaven ein, die sie in Amerika gegen Zucker, Rum und Tabak verkaufen. In 4 Jahrhunderten wurden, so schätzt man, 12 Millionen Menschen verschleppt. . 1717 wird der Kolonialbesitz an die Holländer verkauft. Brandenburg-Preußens koloniales Abenteuer ist beendet. Im Deutschen Reich wird man später den großen Kurfürsten als kolonialen Ahnherrn feiern. Im 19. Jahrhundert blühen die Geschäfte in der Hansestadt Hamburg. Stolze Segler fahren von hier aus in die ganze Welt. Auf Java hatte einer bei den Holländern sein Glück gemacht, Jobst Woermann. Karl Woermann, sein Urenkel, gründet im September 1837 eine Im- und Exportfirma. Durch den Handel mit Westafrika wird er seine Familie zu den einflussreichsten Kaufleuten Deutschlands machen. Sein erstes Schiff, die Brigg Eleonore. Sklavenhandel ist inzwischen verboten, die Goldminen sind nach wie vor nicht entdeckt, Palmöl bringt den großen Gewinn. Nachdem die schwimmenden Fettreserven der Welt, die Wale, dezimiert sind, wird das afrikanische Öl dringend für Seife, als Speisefett und Lampenöl benötigt. Es beleuchtet die Metropolen der Welt, auch das aufstrebende Hamburg. Karls Sohn Adolf Woermann baut das Geschäft aus. Seine Methode ist nicht neu. Er tauscht billige Ware aus Europa gegen die natürlichen Reichtümer Afrikas. Neu ist,
dass ein Privatmann das Risiko des Westafrika-Handels und der Überseefahrten eingeht. Kaufleute bedienen die Nachfrage, Alkohol und Gewehre, wie schon zu Zeiten des großen Kurfürsten. Betrunkene konnte man besser ausrauben. Alkohol war eine sehr effektive Waffe. In der Tat muss man sehen, dass es viele Fälle gibt, wo mit Alkohol ganze Völker verdorben wurden. Das ist Tatsache. Ob das nun wirklich ganz bewusst als Waffe eingesetzt wurde, das kann ich nicht sagen. Am Fuß des Kamerunberges baut Würmann eine Landungsbrücke. Eine lohnende Investition. Allein der Schnapsexport vervierfacht sich in 10 Jahren. Nur eine Gruppe wendet sich gegen das profitable Geschäft, die Missionare. Ab 1841 betritt der 23-jährige Karl Hugo Hahn, Landwirtssohn aus Riga, afrikanischen Boden. Sein Ziel, das unerforschte Hereroland. Die Missionsgesellschaften schicken die Abenteurer Gottes auch ins Innere des schwarzen Kontinents. Von den Küsten aus dringen die Missionare ins Hinterland vor. Den Gefahren begegnen sie mit Gottvertrauen und der Bibel in der Hand. Diesmal geht es nicht um den materiellen Reichtum des Kontinents. Es geht um die Seelen seiner Bewohner. Der Preis für den Weg in die Malaria- und Gelbfieberverseuchte Wildnis, Entbehrung, Krankheit und nicht selten der Tod. Geht hin in alle Welt, heißt ihr Auftrag. Später werden die Afrikaner sagen, erst kommt der Missionar, dann der Konsul, dann die Armee. Durch den Kolonialismus wurde fremden Menschen die europäische Macht aufgezwungen. Das Christentum war Teil davon. Es half, den Kolonialismus zu rechtfertigen. Die Missionare sagten den Menschen, wie sie leben sollten, welche Dinge ihres traditionellen Lebens schlecht und falsch waren. Sie änderten den Lebensstil der Einheimischen, und das war nicht immer gut. Um die Seelen der Afrikaner zu erreichen, lernt Karl Hugo Hahn ihre Sprache. Er lauscht sie ihnen vom Munde ab. Eine jahrelange Geduldsarbeit. Doch Hahn hält durch. Er schreibt das erste Wörterbuch der Herero-Sprache und übersetzt die Bibel. Die Sprachkenntnisse der Missionare leisten den Kolonisatoren bald gute Dienste. Hahn wird später den Hereros raten, die Schutzverträge zu unterzeichnen. Mission und Kolonisierung gingen Hand in Hand. Die einheimischen Zauberer und Heiler fürchten, nicht ganz zu Unrecht, um ihre eigenständige Kultur, wenn christliche, europäische Werte dem alten Glauben übergestülpt werden. Die Jungen sind dem Neuen gegenüber aufgeschlossener. Das bringt Unruhe in die traditionellen Gemeinschaften. In den Kirchen werden die Sprachkenntnisse der Missionare angewendet, um die armen Heiden zu bekehren. Sie sollen zu dem Gott der Weißen beten. Die Kirchen werden zu Leuchttürmen der Kolonisation. Doch noch andere Deutsche wagen sich ins Innere ferner Kontinente. Entdecker, Forscher, Abenteurer. Der Hamburger Heinrich Barth, dessen Bruder als Kompagnon im Handelshaus Würmann aktiv ist, durchquert die Sahara, erreicht 1853 Timbuktu, entdeckt bis dahin unbekannte Völker. Ab 1865 erkundet der Bremer Gerhard Rolfs als erster Europäer Westafrika von Tripolis bis zum Golf von Guinea, durchdringt die libysche Wüste und unwegsamen Urwald.
Später, 1884, wird er deutscher Generalkonsul auf Sansibar. (1869) erforscht Gustav Nachtigall das innere Afrika. Seine Reisebeschreibung Sahara und Sudan wird zum Bestseller und Nachtigall zur Galionsfigur der erstarkenden deutschen Kolonialbewegung. Nach dem Deutsch-Französischen Krieg ist die Nation geeint. Im Spiegelsaal von Versailles wird Wilhelm I. zum deutschen Kaiser ausgerufen. Wird Deutschland jetzt auch Kolonialmacht wie die anderen Nationalstaaten? Die Kolonialenthusiasten drängen. Doch Reichskanzler Bismarck hält nichts von solchen Abenteuern. Ich will gar keine Kolonien. Die sind bloß zu Versorgungsposten gut. Missionar Hahn lässt sich davon nicht aufhalten. Im Jahr der Reichsgründung erreicht er ein Gebiet, das zuvor noch kein Weißer betreten hat. Den Waterberg. Hahn ist von der Fruchtbarkeit des Landes überrascht. Je näher wir kamen, desto schöner wurde die Gegend. Das Gartenland ist unermesslich. Man kann es nicht begreifen, weshalb die Hereros solche Plätze fast unbeachtet ließen. Hahns Bericht führt zur Gründung einer rheinischen Missionsstation am Waterberg. Ein neuer deutscher Brückenkopf in Afrika. Ein weiterer roter Punkt im Missionsatlas. Auch ein Kaufmann macht mit der Landnahme ernst. In einer öden, aber nicht gottverlassenen Gegend, die Hahn gut kennt. Hier in Bethanien im Süden von Südwestafrika hat er oft seine Glaubensbrüder besucht. Ein deutscher Missionar dolmetscht, als der Nama-Häuptling Joseph Fredericks eine ganze Meeresbucht samt Umgebung für läppische 100 Pfund Sterling und 200 Gewehre verkauft. Die spätere Lüderitzbucht. Der Bremer Händler Adolf Lüderitz erwirbt weiteres Land von den Namas, oder Hottentotten, wie sie genannt werden. Bald gehört ihm ein Gebiet größer als das Deutsche Reich. Die Nama gehen dabei von anderen Maßeinheiten aus als die Deutschen. Ein bewusster Betrug. Lüderitz will an der sturmgepeitschten Bucht eine Stadt entstehen lassen, die seinen Namen trägt. Mit einem Hafen, über dem bald die grün-weiße Flagge der Würmernlinie wehen soll. Doch Handel will geschützt sein. Um den inzwischen größten Privatreeder der Welt, Adolf Woermann, formiert sich in Hamburg eine einflussreiche Kolonialbewegung, die Druck auf den zögernden Kanzler ausübt. Sie fordert Reichsschutz für die Handelsposten in Übersee, so wie andere Staaten ihn den eigenen Kaufleuten geben. Auf Bismarcks Schloss Friedrichsruh bei Hamburg kommt es zu direkten Gesprächen zwischen Woermann und dem Kanzler. Der Reeder drängt. Jede prosperierende Nation brauche Kolonien. Sie versorgen das Land mit dringend benötigten Rohstoffen. Sie sind ein Markt für deutsche Warenexporte. Und drittens Siedlungsraum für die Deutschen, die sonst in ein Konkurrenzland auswandern würden. 95% der Auswanderer zieht es nach Nordamerika. Die Arbeitskraft tüchtiger junger Menschen gehe so der deutschen Nation verloren. Nach langen Gesprächen in Bismarcks Arbeitszimmer wird der eiserne Kanzler weich. Woher kommt sein plötzliches Umfallen? Es ging im Grunde genommen nicht um ein Umfallen Bismarcks, sondern eher um eine neue Situation, die sich nicht zuletzt in den Regionen der Welt ergeben hatte, in Afrika, in der Südsee, wo der deutsche Kaufmann unter dem Konkurrenzdruck anderer europäischer Mächte stand. In Europa herrschte eine ausgesprochene außenpolitische Schönwetterlage, sodass Bismarck ohne größere politische Gefahr einen kolonialen Schritt tun konnte. Und schließlich ging es um sein eigenes parlamentarisches Überleben. Die Reichstagswahlen standen an.
Doch die anderen imperialistischen Mächte haben die Welt längst aufgeteilt. Nord- und Südamerika sind weitgehend unabhängig. Der Rest, weiße Flecken auf der Landkarte, sind Wüsten, Urwälder. Die Einwohner gelten als kulturlose Wilde, denen man die Segnungen der Zivilisation bringen muss. Auch um die Wählerstimmen der Kolonialbegeisterten zu gewinnen, lässt Bismarck, der Pragmatiker der Macht, die Lüderitzbucht durch Kaiser Wilhelm I. der Reichsschutz stellen. Das bedeutet, dass die deutsche Regierung den privat erworbenen Besitz eines Händlers und seine Geschäfte im Ausland schützt. Das Kaiserreich ist zur Kolonialmacht geworden. Mit der Reichskriegsflagge kommen nur 3 Beamte. Später folgen 2 Dutzend Schutztruppler. Verwaltet wird das Schutzgebiet, Bismarck vermeidet den Begriff Kolonie, von Heinrich Göring, dem Vater des späteren NS-Reichsmarschalls Hermann Göring. Bismarcks Schritt hat Konsequenzen. Denn nun wollen auch die anderen Gebiete, vor allem Würmerns Westafrika, unter das schützende Dach des Reichs. Der Forscher Gustav Nachtigall wird kurzerhand zum Reichskommissar ernannt und bricht mit dem Kanonenboot Möwe gen Westafrika auf. Doch auch die Engländer sind schon unterwegs. Wer als erster seine Fahne hisst, dem gehören Land und Menschen. So einfach ging das. Zur Sicherung des deutschen Handels stellt Nachtigall das Togo-Gebiet unter kaiserlichen Schutz. Ein Entdecker wird zum Eroberer. Seine nächste Annexion, keine 10 Tage später, Kamerun. Wenige Stunden entscheiden hier den Wettlauf gegen die Engländer. Mit Kirchengeläut wird die deutsche Herrschaft über Kamerun bereits gefeiert, als der britische Konsul Hewitt eintrifft. Die englische Presse spottet über den Too Late Consul. Würmanns Agenten vor Ort haben für den Reichskommissar Nachtigall die Verträge schon vorbereitet. Das Kriegsschiff hilft, sie durchzusetzen. Die Deutschen waren flinker als die Engländer. Dieses Wort hört man ja, wenn man mit manchen alten Leuten, heute gibt es immer weniger, spricht, die ja von der Flinkheit der Deutschen. Auch im Pazifik, deutsche Kanonenboot-Diplomatie. Die Kommandanten der Kriegsschiffe Elisabeth und Hyäne hissen die Reichsflagge auf einer Inselgruppe, die man Bismarck-Archipel nennen wird. Kaum ein Deutscher hat jemals von der Matupi-Insel gehört. Doch das macht nichts. Sie gehört jetzt zum Deutschen Reich. Die Maskentänzer der Mordlock-Inseln werden ebenso dazugehören wie die Frauen im Urwald von Truk, die Kopfjäger auf Neupommern und die Menschenfresser vom Sepik-Fluss. Deutschlands Platz an der Sonne im Pazifik liegt 18.000 Seemeilen von der Heimat entfernt. Die koloniale Euphorie gibt auch fanatischen Elementen Raum. In Ostafrika beginnt der niedersächsische Pastorensohn Karl Peters auf eigene Faust eine Privatkonquista. Die Eroberung eines Kolonialreichs vom Nil bis zu den Viktoriafällen, unter Einschluss der schneebedeckten Gipfel des Kilimanjaro. Die Einwohner sind für ihn Untermenschen. Die meisten weißen Kolonialisten sahen sich als Herrenmenschen. Sie fühlten sich rassisch überlegen.
Bei Karl Peters war dieses Gefühl besonders extrem ausgeprägt. But Karl Peters was more than everybody else. In einem Film mit Hans Albers in der Hauptrolle werden fast 60 Jahre später die Nazis den skrupellosen Konquistadoren verherrlichen. Wie er an der Küste des heutigen Tansania landet, nach Westen ins Landesinnere zieht und sich ein Gebiet von 140.000 Quadratkilometern unterwirft. Er ist ja nach Afrika gezogen, um sich ein Reich nach seinem Geschmack dort zu schaffen. Alles das war ausgerichtet auf Herrschaft. Er zog in Berlin durch die Straßen mit Hetzpeitsche und Kanonenhosen, also mit Knickerbockern, um zu demonstrieren, dass er ein Herrenmensch war. Wenn ich dich schützen soll, dann muss ich hier auch meine Fahne hissen. Er ist bereit und er will unterschreiben. So wurden die Afrikaner um ihr Land gebracht. Wie üblich für ein paar Gewehre und Alkohol. Er war ein gerissener Unternehmer, der den einheimischen Häuptlingen seine Verträge schmackhaft machen konnte. Ich bin sicher, die wussten nicht, was Karl Peters überhaupt von ihnen wollte. Bismarck hat die Reichstagswahlen nicht zuletzt mit der Kolonialfrage gewonnen. Er lädt die imperialistischen Mächte zur sogenannten Kongo-Konferenz nach Berlin. Bismarck hatte gerade sein Reich gegründet und wollte es konsolidieren und meinte, jetzt in einen Kolonialkrieg verwickelt zu werden, das wäre gefährlich für Deutschland. Und diese Gefahr sind ihm die Kolonien nicht wert. Beratendes Mitglied der deutschen Delegation ist Adolf Woermann. An der 5 Meter hohen Wandkarte des Geografen Richard Kiepert diskutiert man den kolonialen Status Afrikas. Entscheidend soll die effektive Besetzung sein. Das führt zu einem Wettlauf auf die noch freien Gebiete. Die Konferenz, die gerade nicht die Aufteilung wollte, bewirkte sie. Gewachsene Kulturräume werden einfach durchschnitten. 100 Millionen Afrikaner sind betroffen. Gefragt werden sie nicht. Auf der Berliner Konferenz wurde Afrika aufgeteilt wie ein Schokoladenkuchen. Deshalb lud man den Besitzer des Kuchens, den man verspeisen wollte, natürlich nicht ein. Die Afrikaner wurden mit voller Absicht ausgeschlossen. Jetzt geht es schnell. Einen Tag nach Abschluss der Kongo-Konferenz erhält Karl Peters sein Stück vom Kuchen. Den so lange ersehnten kaiserlichen Schutzbrief. Der Kilimandscharo ist jetzt Deutschlands höchster Berg. Bagamoyo wird die erste Hauptstadt von Deutsch-Ostafrika. Der sadistische Herrenmensch ist am Ziel seiner Wünsche. Herr über Land und Leben. Peters kolonialer Traum wird für viele Einheimische zum Albtraum. Er selbst zum Inbegriff deutscher Prügelkultur. Der Hass auf Peters eskaliert, als er aus persönlicher Rache seine schwarze Konkubine und ihren Freund aufhängen lässt. Hier bestimme ich. Ich kann es alleine. Aber Karel, bedenke doch. Ich habe es bedacht. Aufhängen, habe ich gesagt. Aufhängen! In Berlin reagiert man entsetzt auf das Treiben des inzwischen zum kaiserlichen Kommissar ernannten Karl Peters. Hänge Peters nennt ihn die Hauptstadtpresse. Im Reichstag kommt es zu heftigen Debatten. Geht es an, dass ein Beamter, ein Reichskommissar wie Dr. Peters, sich auf eigene Faust Gerichtsgewalt anmaßt? Näher aufhängen lässt, ohne seine vorgesetzte Dienststelle befragt zu haben. Wobei letzteres wohl das schlimmste Vergehen war. Peters wird aus dem Reichsdienst entlassen. Unterdessen hat Hermann Wissmann, der berühmte Afrika-Reisende, mit schwarzen Söldnern aus dem Sudan eine Truppe aufgebaut, die Askari. Sie sollen zu einem Mythos werden.
Mit deutschem Drill bilden sie, auch ohne Lederstiefel, den Kern der Schutztruppe in Deutsch-Ostafrika. The practice for the Germans was to take people from far areas. Die Deutschen rekrutierten Soldaten aus weit entlegenen Gebieten. Fern der Heimat würden sie erstens nicht weglaufen und zweitens nicht zögern, auf die Einheimischen zu schießen, mit denen sie kein Mitgefühl hatten und mit denen sie überhaupt nichts verband. Durch die Kolonien und mit Bismarcks Hilfe steigt Hamburg zum größten Überseehafen des Kontinents auf. Waren aus den Kolonien werden von hier aus ins ganze Reich verteilt. Auch nach Wendeburg bei Braunschweig, wo die Eltern der kleinen Else einen Kolonialwarenladen betreiben. Kaffee, Bananen, Ananas und Orangen. Die Früchte einer neuen deutschen Warenwelt, die für einige recht lohnend ist. Kautschukernte in deutschen Plantagen. Der Gummiboom sprudelt Geld in die Kassen der Überseekaufleute. Denn die neuen Elektro- und Autoindustrien florieren und verhelfen Adolf Woehrmann zur Blüte seines Reederei- und Handelsimperiums. Zu Hause in Hamburg entsteht das neue, prächtige Afrika-Haus an der Reichenstraße. Doch über der Kolonialherrlichkeit brauen sich dunkle Wolken zusammen. Nicht nur beim Vulkanausbruch auf Neuguinea. Im März 1888 bebt die Küste. Eine 20 Meter hohe Flutwelle rast auf Neuguinea zu. 5000 Menschen sterben. Zahlreiche Dörfer werden wegradiert. Das Paradies zeigt seine Kehrseite. Klima und Krankheiten zermürben die wenigen deutschen Kolonisten, die sich einen Platz an der Sonne erträumten. Der Ort Finschhafen wird zu einer Totenstadt. Die Malaria rafft alle Ausländer hinweg, einschließlich des Tropenarztes. Die für Weiße angenehmen Kolonien waren längst vergeben. Das erträumte deutsche Indien gab es nie. Bismarcks Skepsis war berechtigt. Doch auf ihn hört man nicht mehr. Der junge Kaiser zwingt den eisernen Kanzler zum Rücktritt. Der Lotse geht von Bord. Wilhelm II. Vertritt eine neue, säbelrasselnde Politik. Doch eine seiner ersten außenpolitischen Taten ist ein überraschendes Tauschgeschäft mit England. Für die Ansprüche auf die Insel Sansibar erhält das Deutsche Reich das sturmumtoste Helgoland. Aber dann ergibt sich für Wilhelm II. Die Gelegenheit, den Säbel aus der Scheide zu ziehen. Die Harmonie der Landschaft, das Feng Shui, wird angeblich durch die christlichen Kirchtürme gestört. Deshalb sollen die deutschen Missionare Hähnle und Nies getötet worden sein. Die Ermordung gibt Berlin den Vorwand zum Sprung nach China. Die kaiserliche Marine besetzt die Bucht von Kiaochu, die der Geograf Ferdinand von Richthofen auf seinen Forschungsreisen als ideale Marinebasis ausgespäht hatte. Der Coup gelingt. Das schwache chinesische Kaiserhaus willigt in einen Pachtvertrag ein. Tsingtao ist deutsch. Deutschlands Anspruch als Kolonialmacht war erst mit dem Stützpunkt in China komplett, dem Markt der Zukunft mit damals schon 600 Millionen Menschen. Pickelhauben in Tsingtao. Es wird eine der modernsten Städte Chinas. Doch die Deutschen, wie alle Langnasen, gelten als arrogant und herrisch.
Nicht nur am Hafen Tsingtao steigt die Spannung. Der Geheimbund der Boxer wendet sich gegen alles Fremde, besonders gegen die englischen Opiumhändler und die christlichen Missionare. Es kommt zu blutigen Ausschreitungen. Auch der deutsche Gesandte in Peking, von Ketteler, wird ermordet. Der Boxeraufstand ist eine Erhebung gegen jeden westlichen Einfluss. Eine internationale Streitmacht, an deren Spitze Wilhelm II. Den Grafen Waldersee setzt, soll die Revolte niederschlagen. Der junge Leutnant Paul von Lettow-Vorbeck berichtet von der Ausfahrt der Chinakrieger. Der Kaiser war gekommen und betonte, dass kein Pardon gegeben werden solle. Wie die Hunnen sollen sie dazwischenfahren, hatte der Kaiser sie verabschiedet. Wilhelms Hunnenrede prägt fortan das Bild des hässlichen Deutschen. Im Gemälde »The Germans to the Front« wird zwar der deutsche Militäreinsatz glorifiziert, doch der Aufstand ist bereits niedergeschlagen. Die moderneren Waffen der Streitmacht vor Ort haben den Ausschlag gegeben. So greift auch Lettow-Vorbeck nicht mehr in die Kampfhandlungen ein. In Tsingtao bleibt es ruhig. Die Rache an den Boxern, auch von den deutschen Militärs, ist brutal. Wildwest in den Kolonien. In die Kolonien gingen Menschen unterschiedlichster Ausrichtung. Da waren sicherlich Abenteurer dabei, da waren Leute dabei, die ihre rassistischen Vorstellungen verwirklichen, ausleben wollten. Da waren Spekulanten, junge Offiziere, junge Beamte, die sich sozusagen in den Kolonien erstmal die Hörner abstoßen wollten. Also ein Gemisch, das mit Sicherheit nicht die besseren Schichten betraf. Dem will Berlin entgegenwirken. In Witzenhausen bei Göttingen entsteht eine Reichskolonialschule. Deutschlands überseeischer Besitz ist jetzt flächenmäßig 5-mal größer als das gesamte Deutsche Reich. Nicht weit entfernt, in Wendeburg, wächst Else, die Tochter des Kolonialwarenhändlers, zwischen Kaffee und Kakao zu einer jungen Dame heran. Sie sehnt sich nach der fernen, weiten Welt, die so anders ist als ihre graue Heimat. Damit gehört sie zu der idealen Zielgruppe für die neu gegründete koloniale Propagandaabteilung des Auswärtigen Amts. Zehntausende bunter Kolonialbilder werden unter das Volk gestreut. Denn noch immer zieht es die meisten deutschen Auswanderer nach Nordamerika. Die Hightech-Kurbelkamera macht die Exotik lebendig. Originaltonaufnahmen mit einem Buschmann. Man will die Fremden sehen und hören. Großwildjäger werden präsentiert. Und im Simplicissimus als Werbeträger karikiert. Der Lockruf der Ferne soll in die deutschen Kolonien führen. Die weiße Gesellschaft am Farmhaus, ein herrschaftliches Leben mit schwarzen Bediensteten, soll Zigtausende anziehen. Was nie geschehen wird. Doch Else träumt von einer Heimat unter Palmen.
Beim neuen Kolonialspiel ist sie in Gedanken ihrem Verlobten ganz nah. Gustav Sonnenberg ist nach Deutsch-Südwestafrika vorgereist. Im Januar 1903 heiraten die beiden und Gustav holt seine Else nach. Der Traum von Afrika wird Wirklichkeit. Nach 4 Wochen Fahrt erreicht der Dampfer Adolf Woermann Swakopmund. Den Woermann-Turm, das stattlichste Gebäude, sieht sie schon von Ferne. Die Enttäuschung über den Zustand des übrigen Orts bricht die ersten Risse in Else Sonnenbergs Traum von der Exotik unter Palmen. Neben einigen wenigen Gebäuden nichts als Sand und wieder Sand, notiert sie in ihr Tagebuch, das sie in ihrer neuen Heimat schreibt. Es beginnt eine Reise ins Ungewisse. Viele gute Farmen sind bereits vergeben und die Einheimischen wollen kein Land mehr verkaufen. Wie viele andere Siedler müssen die Sonnenbergs sehr weit ins Landesinnere ziehen. Gefährliche Tracks, die tatsächlich an den wilden Westen Amerikas erinnern, der zur gleichen Zeit von Weißen erobert wird. Ihre Wege sind nach 100 Jahren noch zu erkennen. In der seit Diamantenfunden abgesperrten Namib-Wüste stoßen wir auf die Überreste eines Ochsentrecks. Durchschossener Hausrat, Patronen, ein gestrandeter Ochsenkarren. Die trockene Wüste hat den Überfall auf die Siedler konserviert. Die Sonnenbergs kommen durch. Nach wochenlanger Fahrt erreichen sie den Waterberg, Karfreitag 1903. Erstes Ziel, die Missionsstation. Hahns Nachfolger Wilhelm Eich hat sie in eine kleine Oase verwandelt. Selbst Orangen reifen im Garten. Direkt nebenan hat Gustav ein kleines Haus gekauft. Noch wohnen sie am Ende der Welt. Doch der Bau der Eisenbahn geht voran. Die Europäer brachten die Zivilisation zu keiner Zeit und nirgendwo zum Wohl der Einheimischen, sondern immer nur für sich selbst. Die Eisenbahnlinie wurde gebaut, um mobil zu sein. Wer erobern will, muss sich schnell bewegen können. Das Vordringen der Zivilisation. Die Züge transportieren Siedler, Waren und Militärs. Telegrafen verbinden die deutschen Orte. Zäune teilen das einst freie Land. Die Einheimischen werden gnadenlos verdrängt. Sohn Werner, der den Sonnenbergs unter Mithilfe einer Herero-Hebamme im Oktober 1903 geboren wird, soll einmal als Herr über das Land schreiten. Doch dazu wird es nicht kommen. Missionar Eich streitet oft mit den Händlern, die Gewehre und Alkohol gegen Land und Vieh verkaufen. Eine der Ursachen für die wachsenden Spannungen. Großzügig geben sie Schuldscheine aus. So gerät auch der Oberhäuptling der Hereros, Samuel Maharero, in die Schuldenfalle des Kaufmanns Vogts. Samuel Maharero ist ja durch eine Familienintrige an die Macht gekommen. Und erst dadurch, dass er auf die deutsche Karte gesetzt hat, ist seine Macht in seinem Häuptlingstum oder Großhäuptlingstum so gefestigt worden, dass er dann ja auch fast 10 Jahre lang ein williger Untertan der Deutschen gewesen ist, sich gerne in deutscher Uniform präsentierte und eigentlich mit den Deutschen ganz gut ausgekommen ist. Mahareros Volk, das sind Rinderzüchter. Ihr Vieh ist ihr Kapital, der Stolz der Hereros.
Land und Wasser sind für ihr Auskommen lebenswichtig. Beides machen ihnen die deutschen Siedler streitig. Der Konflikt eskaliert, als sie in Reservate verbannt werden sollen und die gesamten Schulden gegen Vieh plötzlich eingetrieben werden. Nachdem die Siedler gekommen waren, wollten sie auch unser Vieh. Sie haben es für eine Flasche Schnaps gekauft. Hätten wir nicht verkauft, hätten sie es einfach genommen. Sie hatten Gewehre. Anstatt zuzusehen, wie wir alles verloren, mussten wir kämpfen. Es war ein Todeskampf. Die Sonnenbergs haben sich eine schlechte Zeit und einen schlechten Ort für ihre neue Heimat ausgesucht. Die Hereros erheben sich gegen die deutschen Kolonisatoren. Else Sonnenberg notiert. Da nahten einige Leute. Wo ist der Herr? Ich erwiderte, er schläft. Warte. Da stürzte Perenna auf mich zu, hielt mich fest, riss die Gewehre von der Wand und gab sie den vielen, die plötzlich im Zimmer standen. Drei dumpfe, furchtbare Schläge dröhnten aus dem Schlafzimmer. Ein kurzes Gemurmel. Ich taumelte. Gustav Sonnenberg ist tot. Der Überfall auf die Farm ist kein Einzelfall. 123 Deutsche werden in diesen Tagen ermordet, darunter auch Frauen. Die ersten Truppen brechen sofort auf. Die Bevölkerung flieht in die feste Windhoek. So beginnt ein Krieg, der die deutschen Kolonien für immer verändern sollte. Der bisher größte auf afrikanischem Boden und der erste des jungen Kaiserreiches.